Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin hier in einer anderen Location. Hinter mir die Skyline von Hamburg und ebenfalls hinter mir der Link in Kone 1, denn darum soll es heute gehen. Ja, gab so auch noch gar nicht auf dem Kanal. Das Ganze ist ein Plug-in-Hybrid und gehört zum Geely-Konzern, zu dem unter anderem auch Volvo und Polestar gehören. Den wollen wir uns einfach in diesem Video so ein bisschen anschauen. Ich hoffe, der Wind ist in Ordnung. Ja, wir sind hier in Hamburg, der ist immer windig, aber ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Das Auto hat einen Preis von 42.000 Euro, aber hier geht es jetzt nicht primär darum, dass ihr euch das Auto kauft, sondern eher, dass ihr euch das mietet bzw. einfach shared mit anderen Leuten. Ich erkläre euch das gleich nochmal etwas genauer. Aber das Ganze kostet dann 500 Euro pro Monat. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, die nächsten Monate brauche ich ein Auto, dann ist es auf jeden Fall ganz praktisch, denn viele Leute, die ein Auto haben, bei denen steht es halt einfach meistens nur rum. Und gerade wenn man in der Großstadt ist, wie zum Beispiel hier, dann lohnt es sich vielleicht nicht unbedingt ein Auto sich zu kaufen, sondern wenn man es vielleicht eh nicht jeden Tag benötigt, ist es so ganz praktisch natürlich. Auf dem Land ist es natürlich immer noch eine andere Sache, aber dieser Service ist erstmal gestartet in Berlin und in Hamburg, wie hier zum Beispiel. Das Ganze soll dann so ab Mai losgehen. Dann könnt ihr euch das mieten, zum Beispiel den Nachbarn mit anderen Leuten aus eurer Straße oder natürlich auch mit der Link & Co. Community. Das Ganze funktioniert dann über eine App. Und ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns aber das Auto etwas genauer an und wir werfen einfach mal einen Blick etwas näher ans Auto. Und ja, in meinem Fall habe ich jetzt hier die blaue Farbvariante. Es gibt das Ganze aber auch noch in Schwarz. Ist natürlich etwas größer gehalten, aber ich muss sagen, es macht auf jeden Fall einen sehr, sehr schicken Eindruck. Das Ganze ist ein Plug-in-Hybrid. Wir können ja mal ein bisschen näher ans Auto rankommen. Und zwar haben wir jetzt hier natürlich die Lademöglichkeit auf der Fahrerseite. Ich hätte es mir gewünscht, wenn es auf der Beifahrerseite gewesen wäre, aber na gut, wer weiß, vielleicht ist das nicht anders möglich gewesen. Ich muss sagen, die Felgen, die gefallen mir hier auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also sie haben schickes Design, auch hier mit diesen blauen Elementen. Also das sieht doch einfach nur richtig schön aus, oder? Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Gucken wir uns jetzt die Front mal so ein bisschen genauer an. Und ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss sagen, die Lichter hier auf der Oberseite, die hätten irgendwie so ein bisschen anders oder ein bisschen schicker integriert werden können. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht es doch auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Wir können jetzt mal auf die Rückseite gehen. Denn ich muss sagen, die Rückseite, die ist einfach die Schokoladenseite des Autos. Das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Das, was mir auch aufgefallen ist, wir sind hier schon so ein bisschen durch Hamburg gefahren. Also ich konnte schon so ein paar Stunden das Auto austesten. Und sehr, sehr viele Leute haben sich umgedreht, haben geschaut, ja, was ist denn das? Weil das sieht man natürlich hier noch nicht so oft und das war auf jeden Fall ja auch mal sehr, sehr cool. Also die Rückseite, ich muss sagen, ist mein Favorit. Sieht einfach sehr, sehr schön aus. Wir können ja auch mal in den Kofferraum reingucken. Also ihr seht schon, wir haben hier ordentlich Stauraum, natürlich auch das Ladekabel darf nicht fehlen und wir haben hier auch eine Gummiabdeckung. Ist natürlich auch ganz gut, wenn man das Auto shared mit anderen Leuten, dann hat man hier auch einen gewissen Schutz. Das Ganze ist hier übrigens auch elektrisch schließbar. Sehr, sehr entspannt auf jeden Fall. Und hier haben wir dann nochmal Link & Co. 01. Also wie gesagt, die Rückseite gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich würde sagen, so viel erstmal von außen. Wir schauen jetzt natürlich nochmal rein und gucken mal, was drin so sich so verbirgt. So, dann sind wir jetzt hier auch drinnen und ich muss sagen, das Interieur, das gefällt mir hier richtig gut. Wir haben natürlich hier zwei Displays, einmal diesen hier und dann hier auch das schön große Display. Ich muss sagen, das gefällt mir vom Design bzw. von der Integration hier im Auto wirklich sehr, sehr gut. Das Ganze ist übrigens auch auf Android Automotive, so ein bisschen abgeändert von der Oberfläche, also da hat Link & Co. noch so ein bisschen was angepasst. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist ein Vorserienmodell, das leckt manchmal so ein bisschen, also es läuft noch nicht ganz so flüssig, das wird natürlich dann wahrscheinlich am Ende nochmal deutlich besser laufen, nur als kleiner Hinweis. Hier haben wir jetzt natürlich auch die Karte, haben die
die Routenfunktion. Und das Coole ist, es gibt ja auch einen Sprachassistenten, der heißt Frank, hat allerdings eine Frauenstimme. Aber ja, ich zeige euch das einfach mal. Hey Frank. Ich bin bereit. Wie komme ich zur Elbphilharmonie? Möchtest du Elbphilharmonie als Ziel angeben? Das sieht doch gut aus. Elbphilharmonie? Das war dann sehr, sehr cool. Wir haben hier auch eine Home-Taste. Da kommen wir dann zurück, ja, zur Home-Übersicht. Es gibt hier auch noch weitere Funktionen. Zum Beispiel haben wir den Fahrzeugstatus. Da kriegen wir noch weitere Informationen über die Fahrzeugstatistiken oder auch zum Powerflow, was ich auch sehr, sehr praktisch finde. Des Weiteren kann man hier auch den Fahrmodus einstellen. Also hier unten gibt es einen extra Schalter Drive-Mode. Dann kann ich hier wählen zwischen Hybrid, Power oder halt pur. Das ist pure elektrisch. Kann man dann hier einfach durchswitchen. Es kann sein, dass es jetzt nicht während des Stands funktioniert. Zeige ich euch gleich nochmal. Aber ansonsten muss ich sagen, vom Innenraum, wir haben hier auch ein Panorama-Glasdach. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Oder auch vom Innenraum hier mit den Sitzen. Sieht doch schön aus, oder? Könnt ihr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich konnte das Auto jetzt natürlich noch nicht so immens fahren, dass ich euch sehr, sehr viel zum Fahrkomfort und so weiter sagen kann, weil ich einfach nur wenige Stunden damit gefahren bin. Aber was ich euch sagen kann vom ersten Eindruck, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade das elektrisch fahren. Es war auch das erste Mal elektrisch fahren, was ich so ausgetestet habe. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch den Hybrid für noch mehr Reichweite. Also elektrisch kommen wir hier so gute 70 Kilometer, je nach Fahrweise natürlich, damit aus. Aber wenn es euch interessiert, vielleicht ist ja auch die Möglichkeit noch da, dass man das Auto vielleicht noch über einen längeren Zeitraum austesten kann. Das wird mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, was ich hier gerade noch sehe. So sieht im Übrigen der Schlüssel aus. Und ja, der hat natürlich auch hier Keyless Go. Über den Schlüssel kann ich im Übrigen auch die Klappe hier steuern, also einfach Doppelklick, so, und dann geht's auf und man kann laden. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck zu dem Lynk & Co 01 geben. Schreibt doch eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich konnte jetzt natürlich nicht langzeitmäßig das Ganze beurteilen, da ich einfach nur wenige Stunden damit gefahren bin, beziehungsweise ich noch nicht so viel austesten konnte. Wenn ein Langzeitfazit gewünscht ist, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, das Ganze mal ein bisschen länger im Alltag zu testen. Aber schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr das Sharing-Konzept findet. Also, dass ihr euch zum Beispiel für ein bestimmten Zeitraum das Auto mieten könnt und da alles natürlich auch mit drin ist, also Versicherung und auch Service, das ist alles in den 500 Euro mit drin, finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und ich muss sagen, preis-leistungstechnisch ist das, glaube ich, für eine solche Fahrzeugklasse in Ordnung, oder? Wie seht ihr das? Also ich muss sagen, 500 Euro für ein solches Fahrzeug, das ist, denke ich mal, also mit Versicherung und Service, in Ordnung. Des Weiteren sehr, sehr cool, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich bin jetzt eine Woche nicht da, ich fliege irgendwie in Urlaub und brauche das Auto nicht, dann habt ihr die Möglichkeit, das Auto innerhalb der Lynk & Co. Community weiter zu vermieten und somit dann auch noch ein bisschen Einkommen zu generieren, was ja auch ganz cool ist. Also dann bezahlt ihr am Ende vielleicht nur 200 Euro pro Monat. Das ist doch auch mal eine ganz coole Sache. Wie gesagt, schreibt einfach eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, die letzten Minuten mit dem Auto fahren wir noch ein bisschen durch Hamburg. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.